Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen. Hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Mittwoch, den 5. Februar. Heute haben wir dabei Disney Plus, YouTube, Windows 10, TikTok und nochmal YouTube. Beginnen tun wir mit Disney Plus, der Streaming-Service von Disney. Der hat jetzt endlich mal Zahlen offengelegt. Beziehungsweise Disney hat die Zahlen offengelegt von dem Streaming-Service. Und die sind durchaus beeindruckend, denn der Dienst ist ja am 12. November gestartet. Der ist immer noch in vielen Teilen der Welt, wie zum Beispiel auch bei uns in Deutschland, noch nicht verfügbar, hat aber 26,5 Millionen zahlende Kunden. Das ist sehr beeindruckend und Wall Street Analysten hatten mit 25 Millionen gerechnet und ja, sind sogar ein bisschen mehr. Warten wir mal ab, wie sich das entwickelt, wenn auch Deutschland dabei ist und der Rest der Welt. Und wenn wir schon bei Zahlen sind, auch von YouTube gibt es jetzt Zahlen. YouTube hat ja auch Bezahldienste, Premium-Dienste, also der heißt ja sogar Premium, YouTube Premium. Und es gibt auch YouTube Music und da ist jetzt auch bekannt geworden, die hatten im vierten Quartal letzten Jahres 20 Millionen zahlende Abonnenten. Auch das ist eine solide Zahl, wenn auch noch weit entfernt von den anderen Musikstreaming-Giganten. Und ja, schauen wir auch da, wie sich das weiterentwickelt. Mal ganz anderes Thema. Windows 10 im nächsten Update. Da wird es wohl endlich möglich sein, Notepad, WordPad und Paint zu deinstallieren. Also alles drei im Prinzip auch Programme, die man eigentlich nicht braucht oder nicht mehr braucht. Ich bin ja jetzt nicht der Windows-Nutzer, deswegen weiß ich auch nicht, wie sich zum Beispiel so ein Paint weiterentwickelt hat, wenn überhaupt. Aber in Notepad habe ich öfters Notizen gemacht, aber auch da soll es wahrscheinlich auf Windows 10 eine bessere Alternative geben. Und ja, Notepad und Paint sind schon seit den 80ern des letzten Jahrhunderts im Windows-System verankert und seit Windows 95 gab es dann auch WordPad, was gefühlt auch gar keiner benutzt hat. Naja, wie gesagt, ab der nächsten Version gibt es dann die Möglichkeit, die abzuhaken, zu deinstallieren und ja, könnt ihr dann machen, wenn ihr darauf Lust habt. Nächstes Thema, TikTok. Die haben jetzt die Profilseiten aktualisiert. Das bedeutet, die Profilseiten sehen jetzt anders aus. Und wie sehen sie aus? Ein bisschen wie Instagram. Also es geht weiter, Instagram hat Snapchat kopiert, TikTok kopiert Snapchat und Instagram. Sie gleichen sich alle an, auf jeden Fall. Ja, weiß ich nicht, ob ich das gut oder schlecht finde. Ich finde es immer schön, wenn so ein Netzwerk eine eigene Identität hat. Wenn aber jetzt gerade auch die ganzen Profildinger alle ähnlich aussehen. Aber andererseits kann man da natürlich für sein eigenes Profil immer Copy und Paste machen. Dann ist die Welt auch wieder einfacher. Naja, schaut euch mal an, wenn ihr TikTok nutzt, ob ihr auch schon das neue Profil habt. Und ja, ihr könnt ja mal kundgeben, ob euch das gut gefällt auf Twitter, in den Kommentaren oder sonst wo. Und letztes Thema für heute ist nochmal YouTube. Die werden jetzt wirklich letztendlich im März das klassische Webinterface entfernen. Ja, ich habe da erstmal gestaunt. Ich wusste gar nicht mehr, dass es das noch gibt, weil ich eigentlich immer auf die aktuellste Ansicht geswitcht habe. Aber es gibt anscheinend immer noch das klassische Webinterface von YouTube, was auch schon ganz viele Features nicht mehr hat, die ja mittlerweile gang und gäbe sind. Vor 3 Jahren wurde auch schon angekündigt, dass es dann entfernt wird und jetzt ist es wirklich soweit. Falls ihr es noch nutzt, ja, gewöhnt euch an die neue Variante. Zusätzlich weist YouTube jetzt auch immer darauf hin, wenn der Browser einfach nicht mehr fähig ist, YouTube ordentlich darzustellen und dann kann man gegebenenfalls auf einem ganz alten System auch gar kein YouTube mehr verwenden, angucken. Tja, so ist die Welt und so ist der Geek Talk Daily. Wir sind durch für heute. Ich wünsche euch einen tollen Mittwoch, Bergfest für viele. Bleibt positiv und wir hören uns dann morgen wieder. Hört mehr Geek Talk.